Frau Dr. Rasnell, was muss getan werden, damit die gesetzliche Rente vor Armut im Alter schützt? Letztlich ist es ja so, dass die gesetzliche Rente immer ein Spiegel des Erwerbslebens ist. Also mit dem Renteneintritt wird letztlich das Erwerbsleben, die Erwerbsbiografie eines jeden Einzelnen bilanziert. Und wenn am Ende dann unterschiedliche Höhen in der Rente rauskommen, dann liegt das daran, dass der eine mehr gearbeitet hat und mehr verdient hat als der andere. Wir haben in den letzten Jahren halt ganz substanzielle Veränderungen in den Erwerbsbiografien festgestellt. Die sind diskontinuierlicher geworden, wir haben mehr Brüche, Leute steigen später ins Erwerbsleben ein oder hören auch früher auf zu arbeiten. Und das führt dazu, dass wir zunehmend niedrige Rentenanwartschaften in der gesetzlichen Rente haben. Und aus meiner Sicht kann die beitragsäquivalente gesetzliche Rentenversicherung nur gestärkt werden, indem wir wieder Dinge im Erwerbsleben verändern. Also halt eben möglichst schnelle Rückkehr von Frauen in Vollzeit oder in vollzeitnahe Teilzeit. Wir müssen höhere Löhne natürlich zahlen und solche arbeitsmarktpolitischen Instrumente wie die Minijobs, die einfach zu niedrigen Renten führen, aus meiner Sicht wieder komplett abschaffen, damit man mit Arbeit auch tatsächlich Rentenanwartschaften generiert. Erst dann kann letztlich die Legitimationskrise, die die Rentenversicherung vielleicht oder auf die sie eventuell zuläuft, gelöst werden. Frauen scheinen, was die Rentenversorgung angeht, besonders benachteiligt zu sein. Wie könnte eine faire und sichere Versorgung für die Frauen aussehen? Ja, ist es tatsächlich, Deutschland nimmt eine traurige Vorreiterrolle oder eine traurige Rolle ein, wenn es um die Unterschiede in den Rentenanwartschaften von Männern und Frauen geht. Bei uns ist diese geschlechtsspezifische Rentenlücke ausgesprochen groß. Das liegt unter anderem halt auch an Fehlanreizen, die aus dem Steuer- und Sozialsystem kommen. Also hier kann man nie genug betonen, dass beispielsweise das Ehegattensplitting gerade in den Paarkonstellationen besonders negative Folgen hat, wenn halt ein Ehemann fast das gesamte Haushaltseinkommen verdient und die Ehefrau nur hinzuverdient. Ja? Jetzt kann man irgendwie sagen, okay, die werden gemeinsam alt und dann wird der Mann mit ihr die Rente teilen. Aber die Scheidungsraten deuten halt eben auch darauf hin, dass das keine sichere Bank mehr ist, sich auf den Ehemann zu verlassen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, Frauen klarzumachen oder halt Frauen dafür zu sensibilisieren, dass jedes Jahr der Erwerbstätigkeit für die Rente zählt und halt auch jedes Jahr, in dem sie nicht erwerbstätig sind, eine Lücke zur Folge hat oder eine Lücke produziert. Und dass es deswegen ungeheim wichtig ist, dass sie nach einer familienbedingten Pause nicht in den Minijob zurückkehren, in dem sie häufig dann halt auch lange verharren, sondern halt möglichst in eine eine Teilzeitbeschäftigung mit einem höheren Stundenumfang zurückkehren. Außerdem müssen sich klar sein, dass halt eben das tatsächlich sich diese Rentenlücke über den gesamten Lebensverlauf aufbaut. Also das fängt halt schon mit der Studienfachwahl an und der Berufswahl. Frauen sich häufiger für Berufe entscheiden, die schlecht entlohnt werden. Ja? Und dann geht es halt so weiter. Also das geht dann bis zum Renteneintritt, wo sich die Frau gerne dafür entscheidet, mit dem Ehemann in Rente zu gehen und deswegen halt nochmal Abschläge auf ihre Rente akzeptiert. Also Alterssicherung müssen Frauen aus einer Lebenslaufperspektive betrachten. Und da sie viel mehr Gefährdungspunkte in ihren frauenspezifischen Lebensläufen haben, ist es halt auch nötig, dass sie da eine größere Sensibilität haben. Weil bei Männern sehen wir halt, dass sie halt häufig immer noch eine dauerhafte Vollzeitkarriere haben. Ja? Deswegen ist es notwendig, dass Frauen da besonders aufmerksam sind, was ihre Alterssicherung anbetrifft und sich nicht zu sehr auf den Ehemann verlassen.